Moin moin und herzlich willkommen wieder hier zurück auf meinem YouTube-Kanal. Ja, wie ihr sehen könnt, Anfang Juli, die Pflanzen wachsen. Deswegen machen wir heute einen kleinen Gartenrundgang, ja, wie der Status quo ist, wie geht's dem Gemüse und vielleicht machen wir noch die ein oder andere Aussaat. Also ich wünsche euch viel Spaß beim Video und wir sehen uns später. Ja, dann fangen wir einfach mal wie immer bei meinem Lieblingsbeet an. Hier haben wir den Rhabarber. Natürlich mit seinen riesig großen Elefantenohrblättern. Also nachdem ich dieses Jahr auch nichts geerntet habe, ja, kann der natürlich einfach vor sich hin wachsen, kräftig werden, damit wir dann nächstes Jahr auch eine ordentliche Ernte haben. Genauso wie hier hinter das Maggi-Kraut. Hier wollte sie auf jeden Fall schon in die Blüte gehen. Die habe ich mal abgeknipst. Das Ganze ist jetzt ungefähr ja, so auf 60 bis 80 cm eingefroren, aber bin ich eigentlich relativ zufrieden mit. Werden wir auf jeden Fall bald die erste Ernte machen und dann nochmal auf den zweiten Austrieb hoffen. Das hat eigentlich so für mich schon die letzten Jahre funktioniert. Deswegen denke ich, wird das auch hier draußen nochmal funktionieren. Und dann gehen wir weiter zu unserem Kohlbeet, da hinten, der Porree. Ja, so langsam will der auch wachsen. Aber ich denke, das wird eher was für nächstes Jahr dann sein. Also diesen Sommer ist er einfach nicht mehr groß gewachsen. Und vielleicht hört ihr schon Summen. Hier neben mir der wild aufgegangene Mohn mit einer kleinen Biene. Fokus. Na komm. So, und dann sind wir auch angekommen hier an meinem Kohlbeet. Was den Kohl bei mir angeht, steht natürlich jetzt schon alles in den Beeten. Man könnte natürlich noch das ein oder andere, was eben nicht so eine lange Kulturdauer hat, nochmal aussehen. Also klar, Kohlrabi geht immer, gefühlt. Brokkoli geht wahrscheinlich auch noch. Blumenkohl könnt ihr wahrscheinlich auch noch aussehen. Aber Dinge wie hier hinten der Staudensellerie, oder hier vorne der Rosenkohl, die müssten jetzt schon im Beet sein. Da seid ihr schon ein bisschen zu spät dran. Aber ich würde sagen, Kohlbeet kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Ja, ihr fragt euch vielleicht, wieso ich kein Kohlnetz habe. Naja, da ist mir ein bisschen die Kohle ausgegangen. So, kommen wir dann zum nächsten Beet. Hier die Erdbeeren. Naja, da schaut das Unkraut auch richtig kräftig raus. Also hier ist die Woche auf jeden Fall mal angesagt, das ganze Unkraut wieder zu entfernen. Und wir sehen, hier kommen schon wieder die nächsten Blumen. Blüten natürlich, meine ich. Mit der immer tragenden Mara de Bois. Vom Geschmack her wirklich eine richtig geile Empfehlung. Ja, der erste Schwung Erdbeeren war auch echt einiges. Und jetzt warten wir einfach, bis die nächsten kommen. Hier drüben haben wir noch unser Salatbeet. Da ist der Rucola. Leider direkt in die Blüte gegangen, aber dann soll er blühen. Dann kann ich mir jetzt da noch gleich, oder was heißt gleich, die Samen schnappen und direkt hier wieder aussehen. Das ist beim Rucola natürlich ja super einfach. Gerade die wilde Rauke, die ist mehr oder weniger dazu veranlasst, sich hier selber wild zu verbreiten. Und das darf sie auch, weil Rucola, naja, kann man sich nicht wirklich beschweren. Hier haben wir unsere Möhrchen, wachsen auch vor sich hin, werden immer wieder mal ein bisschen ausgedünnt, die zu eng stehenden. Dann kann man natürlich dann auch die kleinen Möhrchen schon essen, während man auf die nächsten größeren dann wartet. Hier drüben unser Kohlrabi, ja, ist böse angefressen, muss jetzt auch langsam raus. Der Superschmelz, also wenn man ihn anschaut, hier meine Hand daneben, ich habe jetzt zwar keine großen Hände, aber das sind schon richtige Brocken, die können jetzt wirklich bald raus. Und dann kommen wir hier auch schon zum Paprika und Pimentos de Patron Beet. Da habe ich tatsächlich schon die ersten zwei von der größeren Pflanze hier hinten geerntet. Und ich denke, bei den anderen werden wir, so wie das aussieht, auch nicht mehr so lange drauf warten können, drauf warten müssen. So. Ich finde ja immer, schaut aus wie so ein kleiner Tannenwald hier hinten.
Das ist unser Spargel. Es ist tatsächlich auch jede Pflanze rausgekommen, das ist wenigstens schon mal was, aber man sieht natürlich, so spät wie sie reingekommen sind und im ersten Jahr, dass man da nichts ernten kann, müsste einem eigentlich jetzt schon klar sein. Wo man natürlich ständig ernten kann, das ist hier hinten wieder unser Zucchini. Also von den drei Pflanzen ist es jetzt schon schwer zu zählen, wie viel ich geerntet habe. Also da kannst du wirklich jeden Tag mindestens ein Zucchini mit nach Hause nehmen und ich denke, es wird noch deutlich besser, schlimmer, noch deutlich mehr Zucchinis geben auf jeden Fall. Ja, hier habe ich auch natürlich jeden Platz immer genutzt, noch ein paar Salate dazwischen gesetzt. Hier drüben haben wir auch die nächsten Salate, den Romana-Salat, können wir jetzt auf jeden Fall abernten. Der schaut mehr als fertig aus und hier hinten dann schon wieder die nächsten Startlöchen. Hier haben wir gerade noch einen abgeerntet. Ich würde sagen, den Kartoffeln geht es auch recht gut. Hier geht gerade die erste mal in die Blüte. Das wird auf jeden Fall noch eine Zeit lang brauchen, bis die fertig sind. Die liegen ja auch nur am Boden, weil ich da vielleicht ein bisschen ungestüm gegossen habe, aber denen geht es gut. Dann kommen wir hier zum Knoblauch und Möhrenbeet. Wieso der ganze Knoblauch auf dem Boden liegt, ich kann es euch echt nicht erklären. So richtig will er nicht, aber er ist auch so spät in die Erde gekommen. Deswegen ist mir auf jeden Fall eine Lehre, Knoblauch nächstes Jahr früher. Aber was sollen wir machen? Es ging eben nicht früher. Dann kommen wir doch mal hier rüber zu unserem Hochbeet. Aus Grassoden. Die meisten haben ja schon gesagt, es wird nicht halten. 100% hat es auch nicht gehalten, aber ich würde sagen, wenn das so langsam voll wächst, also mir gefällt es. Hier die Buschtomate hängt hier schon ordentlich runter, aber solange sie überlebt, darf sie da auch einfach weiter runterhängen und so wachsen, wie sie möchte. Dafür habe ich sie genau da eingepflanzt. Dann haben wir hinten noch ein paar Buschbohnen, die meisten wurden mir von den Schnecken weggefressen. Das einzigste, wo sie wirklich, ich würde mal sagen, komplett gewonnen haben, waren die Buschbohnen. Und dann hier natürlich die Kürbisse, die hinten drüber ragen. Um dann auch zur nächsten Station zu kommen. Hier unsere dicken Bohnen. Sind schon einige wirklich große dabei, aber es ist noch nicht ganz so weit, dass ich abernten kann. Deswegen wird dieses Beet leider auch noch nicht frei. Das wird dann auf jeden Fall, wenn wir, ich sag mal, in ein, zwei Wochen das abernten, dann werden hier Salate drauf kommen und dann eher auch entsprechend immer weiter dann Wintersalate. Aber was Großes werden wir hier nicht mehr machen. Dann haben wir hinten noch die rote Beete. Da habe ich auch die Woche die ersten drei schon geerntet. Wird sukzessive weitergehen. Kommen wir hier zur Knollenpetersilie und dem nächsten wild aufgegangenen Mohn. Also so viel Mohn, wie hier aufgegangen ist. Ich weiß gar nicht, wo die überall herkommen soll. Und dann hier natürlich auch noch unser nächstes Chili-Beet. Mit der Carolina Reaper hier vorne und den Jalapenos hier hinten. Ja, die schauen noch ein bisschen klein aus. Ich habe die auch letztes Jahr im Topf angezogen. Die waren, ich würde sagen, zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall größer, aber ich hatte auch früher angefangen. Aber ich mache mir eigentlich gar keine Sorgen, dass es hier noch was wird. Die Carolina Reaper, die ist wirklich hitzeliebend. Also die wird gerade jetzt im Hochsommer richtig viel wachsen und der wird so richtig gut gehen. Jalapenos hatte ich jetzt so in der Form noch nicht, aber die haben sich eigentlich jetzt in den letzten Wochen ganz gut gemacht. Deswegen bin ich da auch zuversichtlich. Ich glaube, hieran komme ich gar nicht mehr mit meiner Kamera vorbei, ohne es euch einmal zu zeigen. Also die Blumenwiese. Ist jetzt vielleicht auch nicht die richtige Kamera, um das wirklich zu zeigen, aber tausende kleine Blüten, ich glaube, ist wirklich perfekt für unsere Bienen. Und dahinter jetzt gefolgt
unsere Tomaten. Also hier hängt wirklich schon alles voll. Wir müssen nur noch warten, bis sie dann auch reif werden. Wer hierzu das Video nicht gesehen hat, wer auch so schöne Tomaten will, meine Tipps findet ihr auf jeden Fall in der Playlist. Oder ich kann es euch auch mal verlinken. Hier natürlich die tägliche Aufgabe, die Tomaten hochzubinden und auszugeizen. Können wir auch nebenbei machen. Aber auch hier, also wirklich jede Tomate hängt voll mit Tomaten. Und dann, ja, ich glaube, wer hier den Wachstumsrekord brechen wollte, ist klar zu sehen. Da haben wir hier den Butternut-Kürbis. Ich denke, den werde ich sogar hier oben, entweder noch in die Richtung weiter nach vorne leiten oder in die hier, weil den jetzt wieder runterhängen zu lassen. Ja, dann ist der in 2 Wochen wieder unten und dann kann ich ihn wieder hochleiten. Das machen wir nicht. Wir leiten ihn einfach mal zur Seite ab und schauen, was passiert. Hier vorne haben wir unsere Melönchen, die so ein bisschen weiterhin vor sich vormickern, aber mittlerweile wenigstens anfangen, größer zu werden. Und dann natürlich die Gurken. Hier die Einlegegurken, die am Anfang wirklich noch winzig klein waren, haben jetzt auch schon ihre ersten Früchte. Also ist absolute Gurkenzeit. Und hier natürlich dann auch wichtig, weil die wirklich einige Zentimeter am Tag wachsen, einfach wieder festbinden, dann kann nichts abbrechen. So, aber auch wer das Video zu den Gurken nicht gesehen hat, habe ich auch ein Video gemacht mit 10 Tipps, wie es mit den Gurken klappt. Mit einer Hand natürlich ein bisschen schwierig, wie es mit den Gurken klappt, aber auch ein Punkt davon natürlich, die Gurken hochzubinden an den Schnüren, wie ihr sehen könnt bei mir. Platzsparend, einfach und günstig. Das Video verlinke ich euch auch mal dazu. Ja, und hier hängt natürlich alles voll. Hier haben wir die Salatgurken. Die brauchen jetzt wieder ein bisschen. Haben wir schon was Größeres hängen. Natürlich zum Vorzeigen nicht. Aber ihr seht ja, hier kommt eine Gurke nach der anderen. Und wir können Gurken natürlich schon ordentlich abernten. Und dann, ja, ich habe es ja schon öfters gesagt, ich finde es irgendwie ein bisschen am spannendsten, das Bild hier hinten, das Mais-, Bohnen- und Melonenfeld. Die Melonen sind natürlich da unten irgendwo begraben. Ich habe keine Ahnung, wie es ihnen geht, aber ich denke ganz gut. Ich habe natürlich ab und zu mal nachgeschaut, die wachsen vor sich hin. Aber hier natürlich der Mais, jetzt würde ich mal sagen so 1,20 bis 30 hoch. Wächst auf jeden Fall natürlich super krass hier im Sommer. Da sieht man tatsächlich einen Unterschied von Tag zu Tag. Hier hinten haben wir dann nochmal kleine Melonenpflanzen. Und unsere Erbsen vor dem Erbsenrandgerüst. Ja, mittlerweile gefällt es mir immer besser. Aber ich glaube, wenn das ein bisschen mehr auf Spannung gewesen wäre oder wir 2 davon gebaut hätten, hätte es mir noch besser gefallen. Aber wer sich das anschauen will, wie ich das ganz leicht in ein paar Minuten zusammengebastelt habe, Video verlinke ich euch auch. Aber ein Thema habe ich natürlich ganz ausgelassen, und zwar, was sehe ich jetzt eigentlich noch an? Ja, natürlich werde ich einige Salate noch ansehen. Ich habe auch noch welche gerade erst angesät vor 2 Tagen. Die sind natürlich schon sofort gekeimt und kommen raus. Also Salat geht jetzt wirklich super schnell. Ich denke, da geht jetzt wirklich jede Sorte an Salat. So langsam kann man sich natürlich in die Wintersalatrichtung orientieren und die anfangen vorzusetzen. Spinat könnte man jetzt schon wieder so langsam machen. Jetzt ist die Zeit auch bald wieder vorbei, wenn er groß genug ist, dass er nicht mehr schießen wird. Ich werde jetzt auch nochmal Petersilie aussehen, damit wir da ordentlich nochmal über den Winter auch was ernten können. Aber ein Beet, das es mir dieses Jahr natürlich angemacht hat, ist das Maisbeet mit den Bohnen. Und nachdem ich hier drüben auch schon Melonen habe, ja, werde ich jetzt auf jeden Fall nochmal Mais aussehen. Ja, das ist vielleicht ein bisschen knapp, aber wir wollen es ausprobieren. Ich würde sagen, es ist
höchste Eisenbahn und dieses Jahr fahren wir nur mit der höchsten Eisenbahn. Deswegen probieren wir es einfach aus. Ich würde sagen, ich sehe jetzt noch den letzten Mais aus. Wenn es euch gefallen hat, der kleine Rundgang hier Anfang Juni, dann lasst mir doch ein Like da. Kommentiert doch im Video, was ihr jetzt noch ausseht oder was gerade bei euch richtig gut wächst. Und ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann nächste Woche.